So, da das Video mit einem Auto losgeht, ist klar, ich bin nicht in meiner Werkstatt, weil bei mir passt ja keins rein. Ich bin in der Werkstatt. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, in den heiligen Hallen. Wir haben uns heute tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich den lieben Erik. Und der hat uns was Schönes mitgebracht, Freunde. Wir müssen nämlich heute bei dieser Karosserie punktschweißen. Übernimmt er einfach meinen Kanal. Ich wollte jetzt eine Einleitung machen, das war so nicht abgesprochen. Und da hat uns der liebe Erik hier ein neues, schickes Gerät mitgebracht, Freunde. Wir haben nämlich von Fevor, da haben wir ja schon mal was gezeigt, den Spotter und den Knapper. Und heute haben wir wieder ein Werkzeug, nämlich eine Punktschweißzange. Und die testen wir heute. Ich habe ja für sowas nicht, obwohl ich jetzt schon wieder belegt habe, weil es geil ist, für was man sowas Geiles verwenden kann. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch was einfällt, was ich damit machen kann bei mir in der Werkstatt. Die Jungs haben natürlich die Anwendung dafür, weil, was ist das, ein 3er BMW, gell? Das ist ein BMW E46 M3. Oh, okay, guck mal, da war ich gar nicht so schlecht. Und da wollen wir das Teil nämlich heute testen. Zudem, ist ja immer wichtig, habe ich ein paar Schweißschutzdecken mitgebracht. Die sind ganz wichtig, die brauchen wir natürlich auch mal bei Autos, gell, um die Scheiben abzudecken etc. Was halt noch so zum Abdecken ist. Gerade beim Flexen und beim Schweißen, Schweißperlen in Glas, Frontscheiben und so weiter und so fort, habt ihr sofort Schäden drin. Deswegen die Scheibe ist ja die absolute Oberkatastrophe, die kannst du ja dann wegschmeißen. Auf jeden Fall immer vorher abdecken mit solchen Schweißschutzdecken. Ja, Freunde, wir haben hier auch schon mal ein bisschen getestet an diversen Blechen und haben auch schon mal versucht, die Schweißpunkte dann wieder auseinander zu meißeln, wie ihr sehen könnt. Also ich wusste, dass das nicht geht, aber der hat das nicht funktioniert. Johannes will das immer testen. Ich musste das testen, ja. Dass das hält. Ist das neben dem Schweißpunkt gerissen, das heißt, der Schweißpunkt ist bombenfest, also da passiert gar nichts. Das Gerät macht vollends das, was es soll. Weil du gesagt hast, du überlegst schon, was du damit bauen kannst. Ich habe da neulich ein YouTube-Video gesehen, wie sich da einer so ein paar Stahlkästen gebaut hat. Also der hat dann so Boxen oder was? So Boxen. Der hat dann die Ecken umgebördelt ineinander und hat dann diese das geht auch, mit dieser Punktzange verpunktet und hat er dann so schöne Stahlboxen. Da kommt es aber dann wieder drauf an, wie tief die ist oder wie lang, gell? Weil wir haben jetzt nur die zwei zur Verfügung. Die Originalen sind wahrscheinlich so 15 cm lang und das ist ja vielleicht 30. Weil dann bist du natürlich ein bisschen begrenzt, dass du halt auch hier reinkommst. Genau. Ja, von der Länge her. Aber ich denke, da gibt es bestimmt auch im Zubehör was. Naja, aber die sind schon relativ lang, ne? Sag ich mal so. Na gut, die sind 25 vielleicht. Wenn es hinten noch ein Stück reingeht, sind sie 20. Dann mal ein bisschen ausgestattet mit einem ordentlichen neuen Helm, die Jungs. Und ich habe noch Kusi-Draht mitgebracht. Auf der ganz kleinen Rolle. Weil du wolltest noch was Kusi schweißen. Genau, wir haben Fabian hier schön sauber, ne? An den angrenzenden Teilen, also bis hierhin geht das Seitenteil, das wird dann quasi, gibt es dann hier eine Hotload-Naht. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es da extra Draht für das MAG-Schweißgerät gibt. Das nennt sich ja dann im Grunde genommen MIG, weil wir dann mit einem Inertgas schweißen, also mit dem Argon, wie beim WIG schweißen. Und ich weiß von einem Kumpel, der viele BMWs früher gemacht hat, das ist bei BMW vom Werk aus alles schon Kusi bzw. Messing gelötet. Ja, ist. Ja? Also ist war ja so. Auch drin. Ich ist es auch heute noch so? Wie alt ist denn das Auto? Das müsste so ein 2000er Raum sein, aber das ist heute teilweise auch noch so. Ja. Das war sogar vor... An denen, ja, bei den alten auf jeden Fall. Vor 50 Jahren so. Ja. Da oben steht der 2002 drunter, wo wir damals, werde ich mal das Video verlinken, das Getriebe retten mussten, gell? So sieht es nämlich aus. So haben wir uns kennengelernt. Eigentlich kennengelernt, ja. Ist übrigens der beste Mann hier, der Pascal. Der hat heute einen Mundschutz dran, weil der hat nämlich Schnupfen. Und da widerspreche ich auch gar nicht. Nee. Jetzt bereiten wir das Ganze vor und dann gehen wir mal los und zeigen das Ding natürlich mal in Action. Genau, wir werden jetzt das Karosserieteil erstmal in der Karosserie anbringen und dann geht's ans Verpunkten. So, wenn wir schon mal bei den Jungs heute sind und über das Thema Auto reden, dann finde ich auch solche Sachen wichtig. Jetzt hat er hier einen Zwei-Komponenten-Kleber, Karosseriekleber, weil er jetzt das Blech ja quasi an das Fahrzeug anbringen will und da, wo es halt ja, abdichten muss quasi. Gell? Das sind nochmal Versteifungsbleche, die werden dann nicht verschweißt, die werden dann mit Karosseriekleber teilweise verklebt. Also es gibt generell sehr viele Verfahren, wie du so Seitenteile an Fahrzeugen befestigst. Das ist natürlich auch immer nach Herstellerangaben. Du kannst es punktschweißen, du kannst es normal verschweißen, du kannst es kleben. Du kannst es nieden, wird teilweise auch gemacht. BMW zum Beispiel bei neueren Fahrzeugen hatten sie mal eine Phase, da haben die oben an der C-Säule das gar nicht verschweißt, sondern dann sind so von hinten so Platten eingeklebt worden mit so Gewindestiften und da kommt dann auch wieder Kleber drauf, dann wird das Seitenteil draufgesetzt und oben kommen so große Unterlegscheibenmuttern drauf und dann wird das dann sozusagen auf Position gezogen und nur verklebt an der Stelle. Mhm. Gar nicht geschweißt, gar nichts, nur okay. Geht nur um den Anpressdruck, dass es ordentlich verklebt wird. Wie viele Stellen sind das jetzt hier? Das ist einmal hier oben die Stelle, einmal hier unten die Stelle. Und hier seitlich. Woher weißt du die jetzt? Die weiß ich. Ist ja nicht ausgedacht wahrscheinlich, hier Dumme. Nee. Ach, das ist der Zettel hier. Ich habe hier einen Karosserie-Bauablaufplan und dann steht drin. Gibt es im Internet quasi einfach? Ja, das ist jetzt direkt vom Hersteller, haben wir uns das besorgt. Okay.
wo du halt diese ganzen Klebemittel anbringen sollst. Gut, das hat aber jetzt nichts mit Schweiß zu tun. Ich finde es aber trotzdem interessant, deswegen bringe ich das jetzt mal mit ein, wenn wir schon mal hier sind. Heinz Groth Johann, vielen Dank für deinen Kommentar zum Rohrbieger. Sehr, sehr coole Infos auch wieder. Genau darum geht's in den Videos. Immer schön dein Wissen mit uns teilen, da freue ich mich immer drüber. Und für alle anderen ist natürlich auch ein Riesenvorteil, die das lesen können. Also scheut euch nicht zu kommentieren und die Videos auch sehr, sehr gerne mit euren Kumpels, Bekannten und Freunden zu teilen. So, die akribische Vorarbeit ist natürlich immer das Wichtigste. Das nimmt der Johannes auf jeden Fall auch sehr, sehr genau. Und dann machen wir das natürlich mit Krippzangen hier fest, damit es sich dann schön schweißen lässt, ne? So sieht's aus. Das ist immer das Wichtigste vorher. Ich wollte jetzt schon fast ein Wort sagen, aber das ist schon ein bisschen erotisch. Ach, du hast es richtig gemacht, okay. Die Folie. So, der Johannes möchte das jetzt hinten noch abheften hier. Mit Mack wird das jetzt noch gemacht. Und dann noch die Heckklappe einzusetzen, dass das alles natürlich vom Spaltmaß her passt. Na, da hat er sich hier schon gerade schön viel Mühe gegeben. Das sind ja natürlich die wichtigen Kanten hier, gell? Die Bezugspunkte, dass das alles schön läuft. Das machen wir jetzt. Und dann werden wir endlich, also ich bin ein bisschen heiß drauf, weil es cool ist einfach wieder, weil ich es einfach so noch nicht verwendet habe. Ich komme ja zu den Jungs auch immer gerne mit Geschenken. Böhler Schweißhelm. Und der Johannes knallt gerade die Schweißschutzdecken drauf, weil das natürlich im Karosseriebereich auch ein wichtiges Thema ist, um bestimmte Sachen zu schützen. Hier an dem Auto natürlich ein bisschen mehr als an einem Standardfahrzeug. Klar, einmal Scheiben. Aber wir haben hier Carbon-Dach, Carbon-Haube, glaube ich, Carbon-Tür und so weiter. Das wollen wir natürlich da nicht beschädigen. Und da haben die 2x2 Meter Decken. Da kannst du eigentlich fast das ganze Auto abdecken. Ne? Noch eine dritte, dann war's das. Einfach, schnell und günstig das Schweißen erlernen von dem Ergebnis zu dem mit unseren Online-Kursen. Schaut ihr die alle an, sind schon weit über 10 Stunden. Brille auf, weil der Rest von meinem Gesicht schwarz ist. Nein, du siehst spitze aus. Genauso wie das Spaltmaß vom M3. Ganz so. Genau, Freunde, guckt euch das an. War gut, gell, die Überleitung. Bad Jokes. Also, ich wollte jetzt eigentlich fast sagen, wie genau muss man denn hier arbeiten, aber da wir ungefähr jetzt 3 Stunden später zum letzten Videoclip haben. Heckklappe eingebaut, Scheibe war eben noch drinne, Tür eingebaut, um halt alles zu überprüfen. Und der Johannes ist sehr genau, weil im Nachgang ist halt nicht mehr viel möglich, gell? Ganz genau. Und du hast aber eben gesehen, dass es gut war, dass wir es gemacht haben, ja, ne? Weil wir haben nämlich eben die Heckklappe, also wir haben jetzt hier alles ungefähr auf die alten Punkte gelegt gehabt, hatten dann die Heckklappe eingebaut. Allerdings hat die Heckklappe dann so wenig Spalt gehabt, dass die hier überall angelegen hat. Hm. Das heißt, wir mussten das ganze Karosserieteil da hinten nochmal ein Stück rausholen, um dann letztendlich die Heckklappe noch einzustellen. Hätten wir das nicht gemacht, alles schon verschweißt, hätte am Ende der Geschichte die Heckklappe nicht reingepasst. Das Schwierige beim Johannes ist nur, der macht gerne alles allein und der lässt sich ganz schlecht helfen. Ja. Das ist wirklich so. Aber das kennt ihr wahrscheinlich zu Hause alle, oder? Nee. Wenn man nicht alles selbst macht, sag ich nur. Also genau, das hat er ja gerade schon gesagt, schon ein paar Mackpunkte gemacht, dass da schon ein paar fixe Punkte sind. Und jetzt nehmen wir endlich gleich das Ding hier und können endlich das machen, wofür wir überhaupt hier sind. Um euch mal zu erklären, warum man diese Punktzange überhaupt nimmt, ne? Weil wir haben ja jetzt hier diverse Kanten auch gelocht und verschweißen die jetzt mit MAG. Ist einfach eine Frage von weniger Aufwand. Ich wollte gerade sagen, hast du ja keine Nacharbeit. Also wenn wir das mit MAG machen, müssen wir, wie gesagt, vorne erst entweder Löcher stanzen, Löcher bohren, müssen die Schweißpunkte setzen. Wie ihr sehen könnt, sind die Schweißpunkte hier relativ hoch. Diese Schweißpunkte wiederum müssen jetzt aufwendig verschliffen werden. Ja. Das alles wiederum hast du halt bei so einer Lochpunktzange nicht. Setzt hier einfach zwischen den 2 blanken Blechen deine Punkte und fertig. Hast du überhaupt keine Nacharbeit. Du gehst dann, brätst dran und fertig. Musst ja nicht mal die Anlaufer musst du auch nicht entfernen, stört ja nicht. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir hier teilweise so Stellen doch noch gelocht haben und die jetzt mit MAG verschweißen, das sind original schon an dem neuen Seitenteil 2 Bleche überlappt, miteinander verpunktet und das wiederum kommt dann in ein KDL-Bad. Das heißt, zwischen den 2 Blechen ist jetzt höchstwahrscheinlich auch eine KDL-Beschichtung dazwischen. Das heißt, unsere Punktschweißzange hätte da keinen Kontakt mehr und könnte da auch nicht richtig verschweißen. Deshalb haben wir das lieber gelocht und werden es dann mit MAG verschweißen. Was hat der Erik aber gesagt? Der Erik hat gesagt, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es auch möglich wäre. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, ob es geht. Also wenn du ein Beispielblech oder nochmal ein Testblech hast, würde ich es echt gerne mal ausprobieren. Wir können das nachher mal an einem anderen Blech testen, ja. Ob das am Auto machen wir es natürlich nicht, aber ja. Ist doch gut. Ja, und jetzt haben wir hier 2 Bleche, ne? Zum Beispiel hier im Fenstereinstieg, die zwischendrin blank sind. Da ist Inox drauf und die können wir jetzt miteinander verpunkten. So wie auch an diversen anderen Stellen. Hier kommen wir mit unserer Schweißpunktzange wieder hier hin, ja, an die Karosseriekante. Was halt schade ist, wir kommen hier in Radlauf, kommen wir nicht rein. Da hat er nochmal Löcher gebohrt. Aber ich habe schon geguckt bei eBay.
Für die Dinger gibt es auch relativ viele Aufsätze, die man relativ günstig nachkaufen kann. Es ist alles ein 20 mm Durchmesser und dann gibt es natürlich auch genau die Aufsätze, wo du noch hier rankommst. Genau. Deswegen haben wir das jetzt hier alles händisch gelocht und werden das mit der MAG verschweißen. So, wie hast du gesagt, Inox, was ist das nochmal? Dass die Jungs hier auch schreiben. Das ist ein Schweißschutzspray. Also wir haben ja jetzt natürlich die ganzen Anlageflächen von dem Seitenteil innen drin blank gemacht, damit das auch Masse hat und wir das schweißen können. Würden wir da jetzt im Nachgang... Hier hinten steht's, gell? Da hätten wir ja komplett blankes Blech da drinnen, ne? Ja, das ist halt so, einfach das würde dann halt aufgrund von Feuchtigkeit, wie auch immer, mit der Zeit dann rosten, gerade zwischen den zwei Blechen. Und damit das nicht passiert, gibt's Inox-Spray, das ist quasi korrosionsschützend und ist aber auch beständig für Schweißnähte. Das heißt, das hält sogar die Hitze von der Schweißnaht aus und wir können auch durch dieses Zeug durchschweißen. Also es hat da quasi Masse. Was du jetzt, wenn du einen normalen Lack drauf machen würdest, nicht, nicht der Fall wäre. Ja, dann müssen wir doch, ich glaube, da habe ich schon wieder drei Ideen gerade gekriegt für neue Videos. Ja. Kann man immer ein bisschen rumtüfteln. Hier ist sogar die Schweißpunktzange drauf. Auf das habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Sollten so 4 cm sein, 4, 5 cm. Aber wir setzen sie ein bisschen enger, würde ich sagen. Ne? Sicher. Bei zwei Kameras. Ne? So, schön mittig der Blechkante ansetzen hier. Und manchmal funkt es ein bisschen, gell? Dann durchdrücken. Wir tun so, als wäre das eine ganz neue Entwicklung hier. Yeah! Ich finde es phänomenal, ey. Geht mir voll einen ab. Ja, das ist auch geil. Auf einmal einen direkten Vergleich. Vor allen Dingen, das Schöne ist, du freust dich so richtig, wenn du dann die wegschleifst und dir denkst, warum haben wir nicht alles so gemacht? Ja. Oh, da flackern sogar die Lampen ein bisschen hier bei der Stromstärke, würde ich sagen. Jetzt auch, wenn wir die Kameras jetzt anhaben. Aua. Okay, das haben wir gemeint, das funkt auch ab und an mal. Ja. Da haben wir noch nicht rausgekriegt, warum das so ist. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das sieht und sowas von gut aus. Wird sich der Johannes natürlich freuen, wie gesagt, wenn er die Dinger dann immer wegschleifen muss, ist natürlich nervig. Ist das normal, dass mir ein bisschen schwindelig ist und dass mein Ei gerade aus der Hose gefallen ist? kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Ich habe so wenig Haare auf dem Hinterkopf plötzlich. Bisschen kommt dann natürlich ins Schwitzen, weil es strengt ein bisschen an, weil das Ding schwer ist, oder? Das stimmt. Aber immer noch besser, als den ganzen Scheiß auszuschleifen. Da wahrscheinlich keine Masse gehabt. Nee, das ist nicht passiert, ja. Das ist korrekt, weil da ist Farbe. So, da wissen wir auch schon, also wenn ein bisschen Farbe da ist, geht's einfach gleich schon mal gar nicht. Das wird natürlich jetzt bestimmt kacke hier. Na, das haben wir aber nicht. Das haben wir halt. Na, hör mal, wenn der hämmert. Es ging. Machst du mal drei hin, hä? Ich mach erst mal zwei und dann müsste ich die Zange weg, oder? Ja. Nee, warte, wir können... Oh, nee, ich würde eine Strömung wegmachen. Aber es müsste ja jetzt halten, oder? Also das Gewicht ist natürlich schon enorm, gell? Das ist wieder Farbproblem, ne? Ja. Nee. Dann vielleicht in dem Blech die KDR-Beschichtung. Setzen wir einen Ticken höher. Dass du da wieder sagen kannst, ich hab's nicht schön im Raster gemacht. Ja, reicht ja. Ja, das geht gut. Ja. Riecht. Du oder? Auch. Aber die Beschichtung scheinbar. Kusilöten. Jetzt geht's los. 2x2 Meter Schweißdecken ist natürlich immer perfekt, gell? Dann hängt schön alles dran. Alles schön geschützt, vor allen Dingen, weil hier an dem Fahrzeug natürlich auch viel aus Carbon ist. So, der Johannes hat hier nochmal ein bisschen abgeheftet, Mack. Und das muss natürlich jetzt verschliffen werden, bevor wir dann mit Kusi weitermachen. Geräte schon ausgestattet, Argonflasche ist dran, Kusi-Roll ist drauf. Probe haben wir schon gemacht. Dass wir dann gleich loslegen können. Kusilöten habe ich ja angesagt. Jetzt macht der Johannes noch mal einen Rest gerade. Und das geht eigentlich sehr gut. Das weiß ich durch einen Barfuß damals, wo wir schon am BMW-Zimmer so ein bisschen rumgearbeitet haben, dass das eigentlich sehr gut geht. Und dass das halt immer schön kusilöt wird bei BMW. Und Kusilöten, das erste Mal? Ja, das ist geil. Also, man kann auch sehr viele Porenlöcher oder irgendwas damit mal verschließen, ohne dass das
an kritischen Stellen gleich durchbrennt, gell? Ja. Und der Johannes hat gerade, ich weiß gar nicht, wo er es gemacht hat. Ach doch, hier, mit der Reinigungsfließscheibe von Norton. Richtig cool. An der Gefäße ist ja eine geile Idee, weil du nimmst natürlich vom Grundmaterial, vom Metall nichts weg und hat nur die Cousinat quasi weggeschliffen. Ja, geht. Mit Magoschrauber ging es nicht, der hat nicht genug Leistung gehabt, deswegen dann die Bohrmaschine. Macht natürlich Sinn, weil dann schleift er natürlich nicht von der Grundsubstanz noch groß was weg, sondern wirklich nur die Cousinat. Ja, perfekt. Verschleift jetzt quasi die Fusilleder so ein bisschen mit der Reinigungsfließscheibe. Und das ist natürlich jetzt vom Licht her ein bisschen schwierig, das einzufangen. Aber klar, hier von der Farbe her sieht man es gut, wo die Cousinat quasi überall ist. Messingfarben und Silberfarben. Schönes Farbspiel. Ich will mich mal schon wieder entschuldigen bei euch. Jetzt seht ihr den Johannes hier gerade sprechen, aber kein Ton, weil unser Mikrofon mal wieder gesponnen hat. Ich möchte aber trotzdem euch noch informieren, was wir hier gemacht haben. Wir haben quasi Cousi gelötet und der Johannes hat gesagt, krass, er wusste gar nicht, dass man mit MAC-Anlage auch MIG schweißen kann oder hat löten kann. Und wir haben quasi hier das, was jetzt Übergang war von den zwei Blechen, alles verlötet schön, haben das Ganze verschliffen, ging eigentlich sehr, sehr gut. Und sogar mit der Rehmanlage hat das auch echt Spaß gemacht, die hatte sogar noch so eine Funktion, das ging top. Genau, hier muss jetzt quasi auch noch das Ganze verlötet werden, wollten wir jetzt nur keinen Stress machen fürs Video und haben das Ganze so Stück für Stück gemacht. Das heißt, er zeigt jetzt hier mit der Nordenscheibe, mit der Reinigungsfließscheibe, muss auch an diese Kante quasi, die ist so ein bisschen vertieft, das zeige ich jetzt gleich noch im Video, das weiß ich schon. Das heißt, die wird Cousi verlötet, die Kante, also der Übergang, der Stoß. Und ja, ich wusste nämlich noch, es war erst gestern, hier siehst du, ist es nämlich original so. Und das heißt, das muss natürlich auch wieder reingebracht werden nach dem Cousi-Löten. Und das geht mit der Reinigungsfließscheibe extrem gut, da die Vertiefung wieder reinzubringen. Das war es dann im Grunde genommen zu diesem Video. Hier hat der Johannes von Holy Hall einen schönen Abschluss gemacht zum Video und hat einfach nochmal, wie gesagt, er wusste nicht, dass man mit dem MAC-Schweißgerät auch MIG löten kann. Das heißt, wir brauchten natürlich hier ein Argongas und haben dann das Ganze optimal verschweißen können. Und natürlich die Cousi-Rolle, gell? Haben wir von Böhler genommen und dann noch dazu das Argongas, weil die Jungs haben mich ja mal mit einer WIG-Anlage ausgestattet. Eigentlich wollten wir noch ein Video hier hinten zum Ford Sackspeed machen heute, aber hatten wir leider die Zeit nicht mehr. Darunter verbirgt er sich ja unter der Plane. Das heißt, ich muss die Jungs nochmal besuchen und dann müssen wir das coole Teil auf jeden Fall nochmal abfilmen. Der Johannes hat es dann nochmal ein bisschen spannend gemacht und hat nochmal ein bisschen, wollte nochmal einen kleinen Eindruck zeigen. Vielleicht kennt ihr das Fahrzeug. Wir haben ja ein bisschen mitgewirkt. Wir haben hier den Aluminiumtunnel gebaut. Wir haben die Auspuffanlage mitgebaut und wir sind mit einem Sticker verewigt, was ich echt cool finde. Also das ist absolut Oberwahnsinn, das Auto. Wenn man das nochmal live sieht und die Jungs so kennen und das alles so miterlebt hat, ist das nochmal eine coole Sache. Naja, die sind alle hier involviert. Der Fabian hat nämlich ein cooles neues letztes Video gemacht. Da ging es drum. Und check die Jungs auf jeden Fall aus. Also wenn dich das mehr interessiert, auch zum BMW M3 oder zu dem Ford Sackspeed, dann schau einfach auf jeden Fall auf Holy Hall. Ich werde die unten natürlich in der Beschreibung verlinken. Und dann kannst du dir die ganzen Videos angucken. Ja, der Johannes hat dir gesagt, er freut sich immer, wenn ich da bin. Und wenn wir zusammen Videos machen, zusammen arbeiten, weil da gehen auf jeden Fall immer ein paar Stunden drauf, wenn ich dort bin. Ich war, glaube ich, wieder 10 Stunden dort gestern. Macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Die Jungs haben richtig was drauf und freue mich immer. Ich lerne immer viel dazu und habe immer viel Spaß mit denen. Und ich glaube, man sieht es hier gerade schon in dem Video. Also, schalt auf jeden Fall zum nächsten Video wieder ein. Check die Jungs aus. Mach dir einen coolen Abend. Du findest alles, was wir benutzt haben, unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche dir natürlich jetzt einen schönen Abend. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Hau rein!